Ich darf Sie zunächst mal alle sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu unserem ersten Vortrag, den wir in diesem Zusammenhang in dem Vorwahljahr 2017 veranstalten. Und das ist der erste Vortrag in einer Reihe von Vorträgen, die wir in diesem Jahr noch starten wollen. Und als wir uns vor 4 Monaten ungefähr darüber Gedanken gemacht haben, zu welchem Thema wir diese Veranstaltung ansetzen, war das relativ schnell klar, dass das Thema innere Sicherheit eine große Rolle spielen wird in naher Zukunft und auch auf großes Interesse stoßen wird. Allerdings haben wir uns damals, also im November, noch nicht träumen lassen können, was in der Zwischenzeit folgen wird, nämlich, dass es da ein Semester gibt, der Deutschland offensichtlich total verändert hat. Und dieses Ereignis macht natürlich den Vortrag jetzt besonders aktuell. Und wir freuen uns, ich freue mich natürlich besonders, dass wir Ihnen den heute Abend präsentieren können und dazu auch einen, sage ich mal, einen Fachmann erster Güte gewinnen konnten. Wenn Sie heute eine Zeitung gesehen haben, dann wird Ihnen sicherlich die Überschrift aufgefallen sein, dass ein Fünftel mehr Einbrüche mittlerweile in Deutschland zu beklagen sind. Und das Erstaunliche, was man früher nie gelesen hat, ist, dass auch thematisiert wird, wieso diese Steigerung eigentlich zustande gekommen ist. Darüber hat man ja früher nichts lesen können. Ich selbst kann da sogar auch einen persönlichen Beitrag zu liefern, denn vor 1,5 Jahren waren wir selbst Opfer eines solchen Einbruchs. Und ich kann Ihnen erzählen, das ist ein besonders erfreuliches Gefühl, wenn man dann nach Hause kommt, die Tür aufmacht und sich zunächst mal darüber wundert, dass die ganzen Wohnungstüren offen stehen und einige Schubladen offen stehen, weil man eigentlich noch in Erinnerung hatte, dass man so nie das Haus verlässt. Und meine Frau ging dann vor, ich hörte dann nur einen entsetzten Schrei und da war klar, es war also was Besonderes passiert. Und was passiert war? Natürlich das ganze Wohnzimmer sah aus, als hätte da eine Saalschlacht gerade stattgefunden. Sämtliche Türen waren aufgerissen, werden die Schubladen rausgerissen, alles schön auf dem Fußboden verstreut. Das ist dann also ein besonderes Vergnügen und wenn man dann ins Schlafzimmer geht, wiederholt sich das Bild. Ja, alles aus dem Schränken raus, alles aus ganze Wäsche, ganze Kleider, Bettzeug, alles wild verteilt. Und dann beginnt man natürlich zu fragen, was haben die wohl gesucht? Kommt dann sehr schnell darauf, Schmuck, das war auch das Einzige. Alles andere hat sie nicht interessiert. Und die Polizei erzählte uns dann eine halbe Stunde später, nachdem sie eingetroffen war und die typische Frage stellte, sind Sie versichert? Konnten wir bejahen. Und damit war mir natürlich auch klar, die machen jetzt ihren Job und dann hat sich der Fall erledigt für die. Ja, und so war es dann auch. Nach einem Vierteljahr haben wir dann Beteiligung von der Staatsanwaltschaft bekommen. Aber Erfahrung, die ich daraus gewonnen habe, wir hatten zum Glück, hat uns auch jemand einen Tipp gegeben, den ich Ihnen jetzt weiterreiche, fotografieren Sie alles zu Hause. Fotografieren Sie alles, was Ihnen irgendwie wertvoll erscheint und auch alles andere, denn Sie haben ein verdammtes Problem, hinterher nachzuweisen bei der Versicherung, was ihnen überhaupt gehört hat. Ja, und das ist das größte Problem. Und wenn Sie noch alte Quittungen und Rechnungen haben, sollten Sie das auch auf alle Fälle schon mal zusammensuchen,
Denn eines scheint sicher, wenn Sie bislang solchen Besuch noch nicht hatten, haben Sie einfach nur Glück gehabt. Bei uns in der ganzen Straße hatte jeder schon solchen Besuch. Ja? Und Sie sollten sich nicht darauf verlassen, ich glaube, 30 Jahre haben wir uns darauf verlassen können, dass wir solchen Besuch nicht bekommen. Und ja, nachdem Sie bei allen Nachbarn schon vorgesprochen haben, waren wir dann sozusagen die Letzten. Ja, das nur so zur Einleitung. Ich erlaube mir mal jetzt an unseren Konferenzier des heutigen Abends überzuleiten. Das ist der Herr Feller, Jörg Feller. Jörg, komm, ich gebe dir das Mikrofon und du machst alles weiter. Ja, vielen herzlichen Dank, Rolf, für diese Überleitung. Ja, das mit dem Konferenzier, da habe ich was angefangen an unserem polemischen Aschermittwoch, der auch noch so ein paar Nachwirkungen hat. Die Roll-Ups, die Sie da hinten sehen, auf die dann später vielleicht Michael Esten wieder nochmal eingeht. Meine sehr verehrten Damen, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wenn sich das Bundesinnenministerium bei Ihrem Chef beschwert, wenn es sich bei Ihrem Chef über Sie beschwert, dann haben Sie vorher entweder ganz grandios irgendetwas falsch gemacht oder Sie haben vielleicht auch irgendetwas richtig gemacht. Wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt der Vorschlag kommt, Sie deshalb zu diesem Fragenkomplex mit der Herkunft mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen, dann lagen Sie möglicherweise tatsächlich richtig. Und wenn Sie dann ablehnen, dann sind Sie ganz offenbar im besten Sinne unabhängig und prädestiniert, über Dinge zu sprechen, die verschiedenen anderen Menschen einfach zu heikel sind. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie gleich mit mir unseren heutigen Gast. Er war bis vor einigen Jahren leitender Oberstaatsanwalt in Köln. Unser Rechtsstaat war so nicht nur sein Beruf, er war seine Berufung und ist es auch heute noch. Der Kölner Express sagte von ihm: Vor ihm zitterten Bankenbosse, Ringzuhälter, Millionenbetrüger. Er brachte sie alle in den Knast. Er war Kölns härtester Staatsanwalt. Der FAZ. Der FAZ geht da etwas zahmer dran und titelte seinerzeit über ihn Frohnatur mit Biss, wo wir ja wissen, dass sich das beim Kölner auf gar keinen Fall entsprechend ausscheidet. Wie das zusammenpasst, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, Eckhard Müllis. Herzlich willkommen, Herr Müllis. Kommen Sie zu mir. Vielen Dank. Zu Gast sein können. Eine Anmerkung noch, ich bin mir sicher, dass die Ausführungen von Ihnen, Herr Müllis, noch bei Ihnen einiges Interesse und Fragen erwecken werden, die wir im Anschluss auch ein Stück weit ansprechen werden, aber dann bietet es vielleicht doch an, am Ende eines der signierten Exemplare des Buches von Herrn Müllis zu erwerben, das auch den Titel trägt: Deutschland, Verbrecherland, mein Einsatz gegen die organisierte Kriminalität, und was natürlich ein gutes Stück tiefer in die Materie hineingeht, als wir es heute erörtern können. So, jetzt Feuer frei, Herr Müllis. Ja, danke schön für die freundliche Begrüßung. Vorweg, ich bin nicht leitender Oberstaatsanwalt gewesen, sondern nur Oberstaatsanwalt. Leitende Oberstaatsanwälte pflegen nicht mehr gegen Verbrecher zu kämpfen, sondern die gehen mehr in der Vernissage oder werden zu Karnevalsveranstaltungen. Aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich auch das Gehalt bekommen hätte eines Leitungsvorstandes. Mir geht immer der Ruf voraus, ich wäre der härteste Staatsanwalt gewesen. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht richtig. Ich war ja Leiter der OK-Abteilung, also der Abteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Da waren zuletzt 10 Staatsanwälte, davon 6 Frauen. Ich kann nur jedem raten, nicht einer Staatsanwältin in den Finger zu fallen. Die sind nämlich hart und bissig und die sagten zu mir immer, da kommt der Papa gnädig wieder. Da ist was Wahres dran. Wenn man älter ist, dann sieht man vieles in anderen Blickwinkeln.
Vor allen Dingen, wenn man Söhne hat, die auch gern auf der Walz gehen und so weiter, ne? Die nicht ins Bierglas spucken. Und insbesondere denke ich mal, auch wenn man FC-Fan ist, wie ich, bekennender FC-Fan, meine ganze Familie, auch jetzt die Enkelkinder, die gerade geboren sind, die wurden am Tag der Geburt schon angemeldet. Ich hoffe, ich bin hier nicht auf feindlichem Gebiet, dass kein Leverkusener hier sitzt. Sonst müsste ich anfangen zu schimpfen. Aber Spaß beiseite, dass ich jetzt hier stehe, verdanke ich vielleicht meiner Verabschiedung von fast vor 4 Jahren. Ich habe also bis 66 arbeiten dürfen, ein Jahr verlängert. Ich hätte gerne noch was länger gemacht. Aber da war die rot-grüne Regierung, die hat dann gesagt, ne, Beamte dürfen nicht mehr weiterarbeiten und so weiter. Und dann bin ich in den Ruhestand gegangen, ist ja auch was Wahres dran, man sollte also auch der Jugend eine Chance geben. Und zu meiner Verabschiedung, das war eine große Feier, da waren also sehr viele Polizeibeamte, Richter, Staatsanwälte und so weiter dabei. Und dann hat ein Kollege ein PowerPoint-Programm gemacht mit einigen meiner Verfahren. Und daraufhin sprachen mich Leute von der Presse, Stadtanzeiger, Bild und so weiter an, ob ich nicht ein Buch darüber schreiben würde. Hatte ich eigentlich nie vorgehabt. Aber es ist ja schon hart, wenn man quasi jeden Tag 12 Stunden arbeiten geht und auf einmal steht man da und man fragt sich dann, was machst du jetzt? Ja? Man kann ja nicht dauernd mit dem Rad um den Rhein rauf und runter fahren oder nach Köln gehen und da Kölsch trinken gehen und so weiter. Und ja, dann habe ich dieses Buch geschrieben. Und man warf mir dann manchmal auch vor, ja, jetzt ist er pensioniert und jetzt schreibt er was. Da muss ich allerdings sagen, alles, was ich im Buch geschrieben habe, an Missständen und sonst was, habe ich sowohl in öffentlichen Aufnahmen und Plädoyers gesagt, als insbesondere auf Tagungen, sogenannte OK-Tagungen mit Polizei und Staatsanwaltschaften in Recklinghausen oder auch in Berichten an das Ministerium, die werden dann auch von der Generalstaatsanwaltschaft gefiltert. Und wenn sie dann sehen, was dann weitergeleitet wird, dann glauben sie gar nicht, was da rumkommt. Ja, es ist leider so. Ja? Also man will alles nach Möglichkeit so ein bisschen unter Tief denken, jetzt alles prima. Kriminalität, organisierte Kriminalität gibt es in Düsseldorf, aber auch nicht in Köln. Ja, so war das, als 1992 die OK in Köln gegründet wurde. Damals fing man mit einem Oberstaatsanwalt an und 5 Dezernenten. Mittlerweile waren wir dann in einigen Jahren 2 Abteilungsleiter und 10 Dezernenten. Und einer der Abteilungsleiter, der ist dann verschüttet gegangen, sage ich jetzt mal plump. Warum, sage ich gleich. Er ist nämlich von der türkischen Mafia bedroht worden, ist dann erkrankt worden und ist dann auch frühzeitig pensioniert worden. Und der Dank des Vaterlands war eben nicht gewiss. Also man wollte ihm keinen qualifizierten Dienstunfall zuleiten. Er musste also beim Verwaltungsgericht klagen, um eine anständige Pension zu bekommen. So, das nur die Vorlage, Bemerkung darf ich bitten für die nächste Folie. Sicherheit und Kriminalitätsbelastung. Die Polizeistatistik, die ja immer wieder herausgegeben wird, zum Beispiel ist ja denkwürdig, heute ist ja die Kriminalstatistik des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegeben worden. Das ist kein Spiegelbild der Verbrechenswirklichkeit. Bei manchen Zahlen stimmt es natürlich, etwa bei den Einbruchszahlen, aber viele Straftaten und so weiter werden gar nicht angezeigt oder sind wirklich richtig verfolgt. Als Beispiel etwa Menschenhandel, sprich Frauenhandel, bandenmäßige Schleusungen, Rauschgiftkriminalität. Also wenn Sie in Köln zum Beispiel über den Neumarkt gehen und sehen, dass da irgendwie gehandelt wird oder in Köln-Kalk, da geht der normale Bürger nicht hin und sagt, da wird mit Rauschgift gehandelt. Ja? Und wenn man kein Personal hat oder kein Personal bei bestimmten Delikten einsetzt, dann gibt es diese Kriminalität natürlich auch nicht. Ne? So kommt es also, dass dann in bestimmten Bereichen, zum Beispiel die Rauschgiftkriminalität oder die Betrugskriminalität, unheimlich zurückgegangen ist. In Wirklichkeit brummt diese Verbrechen. Ja?
insbesondere die organisierte Kriminalität, in der ich jetzt, ich bin jetzt 36 Jahre Staatsanwalt gewesen, seit 4 Jahren in Pension. Die organisierte Kriminalität ist an der Statistik überhaupt nicht ablesbar. Und zwar einfach deswegen, es gibt ein Hellfeld und ein Dunkelfeld. Hellfeld ist das, was man sieht, wo auch Anzeigen gemacht wird. Und das Dunkelfeld, das ist also die Kriminalität im Verborgenen. Und es gibt einen berühmten Spruch eines Hamburger Polizeidirektors von vor 30 Jahren, der schon gesagt hat, erkannte organisierte Kriminalität ist schlechte organisierte Kriminalität. Ich komme gleich darauf zurück bei der Mafia und dem Vorfall in Duisburg. Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung richtet sich aber nach der Massenkriminalität. Nämlich nach Diebstahl, bei Diebstahl, Sachbeschädigung, Drogenhandel, sichtbarer Drogenhandel, Raub- und Gewaltkriminalität. Etwa auf Friedhöfen oder in Parks. Da kommt es jetzt zum Beispiel in Köln gibt es ja einen Polizeipräsidenten, aber in den umliegenden Kreisen ist der Landrat, ist der Chef der Polizei. Und den interessiert natürlich viel mehr, wiedergewählt zu werden. Und wenn dann jetzt die Oma auf dem Friedhof überfallen wird, dann ist das natürlich eine Kriminalität, die man vermeiden muss. Ja? Also wird da Power reingebracht. Aber in anderen Bereichen, zum Beispiel Frauenhandel, wo die Frauen alle 3-4 Tage in eine andere Stadt gebracht werden und so weiter, dann sagt der Jörg, das interessiert doch nicht. Wenn jetzt also in Gummersbach in bestimmten Lokalen da Männchenhandel betrieben wird und 3 Tage später sind die Frauen in Remscheid oder in Düsseldorf oder sonst wo, da kann man halt nichts machen. In der FAZ stand jetzt vor einer Woche ein Artikel drin, diffuse Ängste, viele fühlen sich heute unsicherer als vor einigen Jahren und die gefühlte Bedrohung ist gewachsen, auch durch die Flüchtlingswelle. Jetzt glaube ich, dass durch die Flüchtlinge alleine die Kriminalität nicht ansteigt. Also die Flüchtlinge sind kein Umstand, allerdings sind von den letztes Jahr sind ungefähr über 1 Million gekommen. Ich will jetzt nicht unterscheiden zwischen Flüchtlingen und Einwanderern. Davon sind, schätze ich mal, 600.000 junge Männer. Man stelle sich aber mal vor, 600.000 junge Deutsche wären auf einmal da. Dann ist mit Sicherheit auch die Kriminalität angestiegen. Das hat also nichts mit der Nationalität oder mit dem sozialen oder religiösen Hintergrund unmittelbar zu tun, sondern einfach, junge Männer sind krimineller als junge Frauen. Das ist einfach so. Oder als ältere Damen. Nächstes Bild, bitte. Ein Riesenvorfall war natürlich die Kölner Silvesternacht. Leserbriefe zum Beispiel steht drin, das Vertrauen zu staatlichen Institutionen schwindet. Mit Sicherheit gegeben. Der Silvestervorfall hat natürlich auch etwas Gutes für die Justiz und für die Polizei. Erstmals wird offen über Kriminalität gesprochen und auch über die Herkunft der Täter. Sie haben ja heute gelesen, also der Presserat hat ja gestern in Berlin getagt, da gibt es § 12 Absatz 1, dass man normalerweise die Herkunft nicht sagt. Ich habe in meinem Buch schon vor, das ist rausgekommen 2013, gesagt, in Köln zum Beispiel sind 50% der Wohnungsanbrecher Roma oder Rumänen. Da bin ich sehr stark getadelt worden. 2 Jahre später hatte der Leiter der Kriminalpolizei Köln gesagt, es sind nicht 50%, es sind 70%. Ja, und ich habe ja noch ganz guten Kontakt zur Staatsanwaltschaft und zur Polizei. Also die bandenmäßigen Wohnungsanbrecher und so weiter, wir kommen gleich noch darauf zurück, die Zahlen steigen immens. Da muss es ja auch für Ursachen geben. Aus der Kölner Rundschau, Köln entsteht mehr Schaden durch Kriminelle. Köln bei der Kriminalität auf Platz 2 in Deutschland. Also, anders als im Fußball, da sind wir gerade leider auf den 12. Platz zurückgerutscht. Spielen wir, was die Kriminalität anbetrifft, in der Champions League. Und eigentlich würden wir auch deutscher Meister. Denn an erster Stelle 100.000 liegt Frankfurt. Das liegt aber daran, dass die Ausländerkriminalität durch den Flughafen und so weiter viel höher ist als anderswo.
Wenn man die abrechnen würde, dann wäre also Köln an erster Stelle. Zumindest in bestimmten Bereichen. Und das ist jetzt ein Artikel aus der FAZ vom 12. Januar, das naive Deutschland. Da schreibt also das Ausland darüber, was geht eigentlich in Köln und in Deutschland um? Sind die eigentlich auf manchen Augen blind? Vorweg gesagt, kann man eigentlich nur bejahen. Nächstes Bild bitte. Und die Überschrift Köln ist ein exemplarischer Fall für Staatsversagen. So weit will ich nicht gehen, aber wir haben natürlich bestimmte Bereiche in Köln, aber nicht nur in Köln, sondern auch in anderen Gegenden, da komme ich gleich drauf zurück. Ich erwähne Berlin, ich erwähne Bremen, Duisburg-Marxloh, Essen, sogenannte No-Go-Areas, wo auch die Polizei sich nicht mal reintraut, wo also sogenannte Clan-Familien das Sagen haben und wo auch Tendenzen sind, gar keine Anzeigen mehr zu machen oder sonst was, sondern da herrscht zum Beispiel die Scharia. Es gibt also ein Buch darüber auch von einem Herrn Wagner, der genau beschreibt, zum Beispiel in Berlin, dass in bestimmten Kreisen eben sich gar nicht mehr der deutsche Strafjustiz der Polizei bedient wird, sondern man geht sofort zu sogenannten Leuten, die untereinander diese Verfahren schlichten wollen. Und da brauche ich auch keine großen Sachen. Die Kriminalität der Nordafrikaner ist sprunghaft angestiegen. Eine Sache, die eigentlich schon sehr lange bekannt war, etwa in Düsseldorf, die in Köln aber auch verschwiegen worden ist. Und jetzt wird diese Kriminalität ja offen angesprochen. Ich will aber jetzt auch nicht unerwähnt lassen, dass natürlich auch über 1000 Anschläge auf Flüchtlingsheime oder NS-Straftaten im letzten Jahr begangen worden sind. Eine schwere Kriminalität, also wenn man in ein Flüchtlingsheim eine Brandbombe reinschmeißt und so weiter, dann ist das versuchter Mord oder Mord bislang, ist Gott sei Dank niemand verbrannt. Also da muss man sich natürlich auch, da muss man ganz entschieden und hart gegen vorgehen. Das ist jetzt nicht von mir, in Köln muss sich etwas ändern, das habe ich ja früher schon auch mal gesagt, das ist also jetzt ein Spruch des neuen Polizeipräsidenten Mattis, der also, als er jetzt nach Köln gekommen ist vom Landeskriminalamt, gesehen hat, was da alles in Köln aus dem Ruder läuft. Aber das ist ja nicht nur bei der Polizei so, sondern das ist ja in allen Bereichen so, wollen wir mal ganz ehrlich sagen. Ja? Wenn man sieht, der Einsturz etwa der U-Bahn, da habe ich gesagt, das kann eigentlich nur in drei Städten passieren, die mit K anfangen, nämlich in Kairo, Kalkutta und Köln. Und leider muss da jetzt ermitteln, wir hatten ja auch zwei Tote. Es wird wahrscheinlich ein Schadensersatzanspruch wahrscheinlich auf die Baufirma Bilfinger kommen von 1,2 Milliarden Euro. Man muss sich das mal vorstellen. Und das ermittelt jetzt ein Staatsanwalt, der sich natürlich keine derartigen Vorkenntnisse hat. Der muss sich in alle möglichen Ingenieurwissen reinknien und so weiter. Und wahrscheinlich dauert noch ein Jahr oder zwei Jahre, bis die Ursache erkennbar wird. So, warum sind Kriminelle in Nordrhein-Westfalen besonders tätig? Naja, wir haben einmal die hohe Wirtschaftskraft, Kapitalwaren, Informationsströme, eine gute Infrastruktur, Möglichkeiten für Geldwaschanlagen. Wir haben eine Stadtlandschaft von Bonn nach bis Duisburg, ca. 8 Millionen Einwohner, und von Duisburg nach Dortmund, das sind vielleicht das Ruhrgebiet, auch nochmal 6 Millionen. Wir haben lukrative Märkte für Drogen, Menschenhandel, Gastronomie, Kulturangebot, günstige Klima für Eigentumskriminalität. Herr Professor Koch, ich muss jetzt leider sagen, Bingensberg ist natürlich oder Börsen prädestiniert dafür. Ne? Wir haben hier Autobahnnetze. Ne? Die Täter sind schnell weg, die sind schnell in andere Zuständigkeitsbereiche der Polizei. Jetzt will ich auch noch ein Lob auf die Kriminalpolizei Bergisch Gladbach machen. Ich habe mit denen viel Verfahren gemacht, viele Verfahren, und die arbeitet sehr gut. Das ist also keine Bauernpolizei, wie oft die Kölner Polizei über andere, wie Blaschheim oder sonst was sagt, sondern die sind schon gut. Aber die haben natürlich auch ihre Grenzen.
Also wir haben eine gute Verkehrsanbindung, dichtes Autobahnnetz, öffentliche Verkehrsmittel. Wir haben das nahegelegene Ausland. Da komme ich vielleicht auch noch drauf zu. Das hat ja mit sogar unser Innenminister erkannt, dass also die Täter aus dem Ausland, aus den Niederlanden anreisen. Das bedeutet aber nicht, wie er vor 3 Jahren gesagt hat, dass die Täter Niederländer sind, sondern die wohnen nur da, die kommen aus ganz anderen Ländern. Die halten sich aber auch nicht nur in Niederlande, die halten sich auch in Belgien, in Luxemburg und in Nordfrankreich auf. Wir haben jetzt verbrecherische Organisationen, nur ganz kurz dazu, weil ich ja hauptsächlich organisierte Kriminalität gemacht habe. Wir haben Großraum Köln, sage ich jetzt mal, wir haben die Mafia, wir haben die chinesische Triade, wir haben die Russen-Mafia, weniger süd- und mittelamerikanische Organisationen, wir haben die Rockerbande, wir haben arabische Großfamilien, Gott sei Dank nicht im Köln, Großraum Köln, sondern Berlin, Bremen, Essen. Wir haben die Finanzmafia, Banker, gleich Bankster, kein Spruch von mir, sondern von der früheren EU-Kommissarin für Recht. Und wer das zweifelt, denken Sie an das Bankhaus Opel an. Ne? Komme ich gleich noch drauf zu. Wir haben eine OK-Finanzindustrie und wir haben natürlich neue Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität durch Internet. Eine Kriminalität, die man vor 10 oder 5 Jahren noch gar nicht kannte, die aber heute kursiert. Nächstes Bild bitte. Das ist die Mafia. Jeder, der in Sizilien mal war, weiß, da ist also die Cosa Nostra. Den Touristen passiert meistens nichts. Warum nicht? Weil die natürlich davon leben, von der Tourismusindustrie. Da haben wir also Agrigent, Caltanissetta, Licata und so weiter und so weiter. Nächstes bitte. Das war der Bombenanschlag 1992. Bei dem der Staatsanwalt damals ums Leben gekommen ist, seine Ehefrau und 6 von der Begleitpersonen. Nächstes bitte. Links ist Totorina und rechts daneben Bernardo Provenzano. Totorina, der also selbst über 20 Leute umgebracht hat. Und Provenzano, ein Mann, der nie Handy benutzte, deswegen hat man ihn lange nicht bekommen, sondern der nur mit Zetteln seine Informationen weitergab. Ja, und der links, der Totorina, im Prinzip ein Bauer, ganz primitiver Bauer, dumm, dreist, aber der hat also Milliarden verwaltet und erlangt. Nächstes Bild bitte. Jetzt haben wir die Rechte die Calabria, da kommt die Indrangheta. Nächstes Bild bitte. Das ist ein Bild von dem Ort, wo die sich aufhalten in Kalabrien. Da sehen Sie die zerschossenen Bilder, Schilder und so weiter. Nächstes Bild bitte. Dann haben wir die Camorra aus Neapel. Wer sich wirklich mal über die OK informieren will, der sollte mal das Buch Gomorra lesen von Roberto Saviano. Das hat er mit 28 Jahren geschrieben, der ist heute 34 oder 35, wird nur von 10 Polizeibeamten ständig begleitet, ist, glaube ich, jetzt in Amerika untergetaucht. Er hat auch später das Buch geschrieben über Kokain, 000. Und in diesem Buch ergibt sich, dass wir zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft eigentlich falsch aufgebaut sind. Der bringt nämlich jetzt Beispiele, etwa Verstöße gegen Warenzeichengesetz, also diese Produktpiraterie. Jeder von Ihnen, der mal in Italien war oder in der Türkei oder sonst was, der will seine Liebe gern Trikot von Bayern München mitbringen oder sonst was, die gibt dafür 10 Euro, was sonst hier für 80 Euro zu kaufen gibt. Ja? Der FC ist da leider noch nicht vertreten. Da muss man also original schon für teurem Geld hier im Geistpokal holen. Aber kann ja noch werden. Und da gibt es also dann diese Warenpiraterie, dann Rauschgift, dann gibt es den Müll, die Müllbeseitigung, wo unheimlich viel Geld mit zu machen ist. Und dann gibt es natürlich Erpressungen, Menschenhandel und so weiter und so weiter. Das ist also hier die illegale Müllbeseitigung in Neapel. Nächstes bitte.
Und Überschrift: Das Rheinland ist eine Hochburg der Mafia. Das ist ein Buch von Forgione, Roberto Forgione. Der ist im italienischen Parlament gewesen und hat da Untersuchungen gemacht über die Mafia und hat dann gesagt, die sind in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen genauso aufgeteilt wie in Italien. Die Grenzen sind zum Beispiel Flüsse. Also linksrheinisch, rechtsrheinisch, Ruhr und so weiter und so weiter. Und Sie sehen da zum Beispiel, wo die Indrangheta ist. Krefeld, Mülheim, Düsseldorf, speziell auch natürlich auch in Duisburg. In Köln haben wir die Indrangheta weniger, wir haben hier die Cosa Nostra, also aus Sizilien, und wir haben die Comora. Und Überschrift: Die Mafia hat hier nichts zu befürchten. Das war eine Tagung vor 3 Jahren hier der italienischen Liga, also Italiener, die in Köln ansässig sind, die sagen, die wehren sich dann dagegen, dass Italiener gleich Mafiosi gleichgesetzt wird. Und auf dieser Tagung war ich dann auch dabei und auch ein hochrangiger Staatsanwalt, Roberto Scarpinato aus Palermo. Und der kam zum Ergebnis: Ja, in Deutschland wird ungestört Geld gewaschen und die deutsche Polizei und die deutsche Justiz geht gegen die Mafia nicht richtig vor. Warum, sage ich gleich. Dieser Fall da mit der Brune 2007 mit 6 Toten war ein Kollateralschaden. Das war natürlich eine ganz dumme Sache. Bislang hatte man nämlich gedacht, Deutschland ist ein Ruhegebiet für die Mafiosi, die Straftaten machen sie in Italien und anderswo. Das ist aber nicht so. Ich kann Ihnen also sagen, nach unseren Erkenntnissen müssen 50% aller Pizzerien in Köln Schutzgeld bezahlen. Auch die türkischen Lokale und auch die chinesischen Lokale. Sie kommen aber nicht dahinter. Ich habe 2 Fälle wegen Schutzgelderpressung gemacht. In einem Fall ist ein Italiener ausgeliefert worden. Der ging dann in die Friesenstraße, ging zu einem nächsten Italiener, wollte erpressen, saß am Klavier und wurde dann erschossen. Und dann kam sein Anwalt zu mir und jammerte und sagte: So ein Mist. Jetzt habe ich den aus der Untersuchungshaft rausgeholt und der hat mir noch kein Honorar bezahlt. Wer bezahlt das jetzt? Ja, sag ich. Das müssen wir mit Vorkasse machen. Das ist normal wie auf Risiko. Ne? Der zweite Fall war eine deutsche Ehefrau, die eine Strafanzeige gemacht hat. Und in der Hauptverhandlung wusste sie von nichts mehr. Sie hat also keine Aussage mehr gemacht und dann endet das Ganze mit Freispruch. Da war, als 2007, war hatten wir eine Landesregierung, das war schwarz-gelb, und da hatte jetzt der Innenminister Jäger gewettert in Düsseldorf im Landtag, die Regierung macht nichts gegen die Mafia. Kaum war er Innenminister geworden, da passierte noch weniger. Ja, war alles vergessen. Und ich kann Ihnen sagen, diese ganze Kriminalität ist mit den Flüchtlingen oder sonst was. Oder anders sagen, ist natürlich eine wunderbare Sache für die organisierten Organisationen, die wir in Deutschland haben. Die arbeiten ja vor Ort. Ne? Es kann ihnen im Prinzip nichts Besseres passieren, als die Polizei weggebracht wird. Ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben, nach Silvester wurde ja verstärkt Polizei in Köln auf den Straßen eingesetzt und auf den Ringen. Dann ist natürlich geschäftsschädigend. Und da sind natürlich manche von den Rockerbanden sonst was hingegangen und haben gesagt: Jetzt machen wir selbst Justiz. Wir mischen alle Leute auf, die arabisch aussehen, und vertreiben die aus den Innenstädten. Ja? Damit wir unsere Geschäfte wieder machen können. Das ist natürlich nicht die richtige Methode. Wir haben die Russenmafia, das sogenannte Diebengesetz. Ein Begriff, den wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen gehört haben. Gehen Sie mal im Internet, googeln Sie mal den Begriff Diebengesetz und Sie werden da tausende Seiten sehen. Die haben also seit Jahrhunderten eine Kriminalität, die insbesondere sich auch im Gefängnis fortsetzt. Ich erwähne dann auch die sogenannten Oligarchen, die wir ja haben in Russland, Ukraine. Denken Sie an Rinat Akhmetow aus der Ukraine, Präsident von einem berühmten Fußballverein. Der hatte nichts und war
Schutzkraft eines anderen Oligarchen, der wurde dann im Fußballstadion in die Luft gesprengt und Rinat Akhmetov wird heute auf 4 bis 5 Milliarden geschätzt. Und unser Außenminister hat sich mit dem, glaube ich, vor 6 Monaten auch noch getroffen, als die Ukraine-Krise kam und dann wollte man gucken, kann der denn irgendwas machen. Dieser Rinat Akhmetov hat sich nach dem Zusammenbruch in der Sowjetunion die ganzen Minen und die Stahlwerke und so weiter unter den Nagel gerissen. Aber ist nicht der Einzige, sondern es gibt ja eine Vielfalt von diesen Leuten. Das war ein Verfahren gegen die Russenmafia, Kölner Festung, gleich einer Kölner Gericht einer Festung. In diesem Verfahren war es also so, dass ich zum Beispiel einen Russen vernommen habe und dann sagte ich, ich habe oft mit den Leuten so gedealt, ich konnte auch nur mit denen ganz gut handeln, ob das Jugoslawen sind, Russen oder sonst was. Man fängt dann meistens mit Fußball an, dann kriegt man Kontakt und dann sagte der Betreffende zu mir, als ich sagte, ja, wenn Sie Geständnis ablehnen, kriegen Sie statt 10, kriegen Sie 7 Jahre, und ich sagte, das macht mir überhaupt nichts. Wissen Sie, ich saß ja in Lettland im Gefängnis und dann habe ich dann einen umgebracht und habe schon mal 10 Jahre bekommen. Ob ich nur 10 Jahre oder 7 Jahre bekomme, das ist für mich völlig uninteressant. Also eine Denkweise, die also Westen, Mitteleuropäern völlig fremd ist. Und bei den Russen ist es so, je länger man im Gefängnis sitzt, umso höher steigt man da in der Hierarchie. Und aus den Gefängnissen heraus werden die Straftaten auch weiter begangen. Da gibt es also Ehrenkodexe bei den Dieben im Gesetz. Nur angesehene Kriminelle werden zum Dieb im Gesetz. Umfassende Macht in ihren Territorien, führende Kasse, Beteiligung an Schiedsbrüchen und so weiter und so weiter. Nächstes Bild, bitte. Ja, jetzt habe ich mal reingebracht, organisierte Kriminalität. Deutsche Bank. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass mal der Vorstand der Deutschen Bank angeklagt wird? Wer hätte gedacht, dass Siemens, Allianz, ich will jetzt gar nicht VW nennen, dass die im Ruf stehen, hunderte, tausende Leute betrogen zu haben? Ja? Nächstes Bild, bitte. Da sind sie alle lustig vor Gericht. Noch, weiß ich, wie es ausgeht in München. Nächstes Bild, bitte. Und das ist das Verfahren Oppenheim Esch in Köln. Da muss man der Kölner Justiz und insbesondere auch der Kölner Wirtschaftsabteilung ein großes Kompliment machen. Es sind 4 oder 5 Banker angeklagt worden und Josef Esch aus Troisdorf, jetzt sind nicht so weit von hier. Und es sind alle 5 verurteilt worden. Alle 5. Wenn auch nur einmal 3 Jahre, 6 Monate, die anderen haben Geständnisse abgelegt, dann gibt es natürlich die kölsche Lösung, 2 Jahre mit Bewährung. Das ist ein Oligarch bzw. ein Straftäter, späterer Außenminister vom Kosovo. Die haben also da Terrorakte gemacht und so weiter und mit der UCK. Und die Führer sind heute angesehene Politiker, die werden in der ganzen Welt empfangen. So, jetzt komme ich Beispiele zu Rauschgiftstraftaten. Heroin, Kokain, Haschisch. Nächstes Bild, bitte. Das war ein Verfahren, 169 Kilo Heroin wurden sichergestellt. Und zwar hatten wir eine VP, eine Vertrauensperson in der Türkei, ist nicht ganz legal, die im Ausland zu führen. Wir hatten uns dann gesagt, da kommt eine große Führer aus Istanbul in einen LKW. Der wurde dann durch mehrere Länder kontrolliert. Und kurz vor der niederländischen Grenze wurde der gestoppt und man fand kein Rauschgift. Rauschgifthunde waren ruhig. Und dann kam einer auf die Idee, doch mal oben unterm Dach zu gucken. Und da waren dann die 169 Kilo, Reinheitsgehalt 80%, Wert 20 Millionen Euro. Das war natürlich schon. Die beiden Fahrer, habe ich dann angeklagt, haben beide 6 Jahre bekommen.
Ich hatte 10 beantragt. Und die Hinterleute, die sitzen in Istanbul. Einer war so dumm und ist nach Holland gekommen und wurde dann da verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert. Und Sie wissen ja auch, wenn Sie mal in Istanbul waren, fahren dann mal mit dem Boot über Bosporus, da sagen dann die Führermeister und so weiter, ja hinten, da ist die Villa von der Frau Schiller, der ehemaligen türkischen Ministerpräsidentin, ja, die ja auch in die Geruch stand, mit der türkischen Heroinmafia zusammenzuarbeiten. Das war das Warten auf den Drogenboss. Nächstes Bild bitte. Da war etwas, vielleicht nebenbei was Lustiges. Mit meinen Referendaren bin ich natürlich immer in den Asservatenraum der Staatsanwaltschaft gegangen und dann durften die da auch mal Handyfotos machen. Unter anderem gab es ja diesen spektakulären Fall, war das nicht, glaube ich, in Deutschland, wo ein Rechtsanwalt und seine Tochter erschossen worden ist. Und da war natürlich besonders attraktiv, wenn man dann diese Lupa in der Hand nehmen konnte. Aber es war natürlich auch attraktiv, diese Heroinpakete zu nehmen. Und dann kam später ein Staatsanwalt mit seinem Referendar in die Asservatenkammer. Dann fuhr der junge Mann mit der KVB nach Hause und kam in die Drogenkontrolle. Die Rauschgifthunde, die fingen an zu bellen. Ja, und dann wurde er festgenommen, zur Wache gebracht. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann das gar nicht verstehen. Ich war allerdings bei der Staatsanwaltschaft und habe so ein Paket angepackt. Ne? Zuerst guckten die ungläubig, aber es stimmte nachher, dann wurde also wieder freigelassen. Das war ein Verfahren in Essen, Drehkreuz für Drogen und Geldwäsche. Ich habe das deswegen nur gemacht, weil da 300 Kilo Heroin transportiert worden sind. Die haben also meinen Rekord jetzt leider kaputt gemacht. Nächstes Bild bitte. Das ist der lange Arm der Kartelle, das wissen wir ja auch. Das kommt also jetzt aus der Karibik. Wird das transportiert aus Kolumbien, aus Mexiko. Was in Mexiko passiert, das brauche ich glaube ich gar nicht zu sagen, in jedem Jahr 10.000 Tote, Drogenkriege. Und da muss man natürlich auch fragen, ist die USA nicht auch schuld daran? Denn da sind ja die Konsumenten. Ne? Wenn wir keine Konsumenten haben, dann haben wir auch keine Händler für Drogen. Nächstes bitte. Haschisch und synthetische Drogen. Ekanodus, Bestellung über Internet, das Amphetamin und Crystal Meth. Nächstes bitte. Das ist ein Verfahren, wir hatten also in Köln vor 4 Jahren, länger 6 Jahren, ein Verfahren wegen Geldwäsche, Verdachtsanzeige bei der Sparkasse Kleve, wo gingen immer 50 Euro Beträge rein. Und da war der Verdacht der Geldwäsche und dann kam das Landeskriminalamt und dann stellte sich heraus, es waren 1200 Abnehmer. Das Rauschgift wurde über Internet bestellt und dann weiterverkauft. Und jetzt die Frage, wer macht so ein Verfahren? 1200 Beschuldigte. Und das Landeskriminalamt Düsseldorf, die kam dann, wie so häufig, dann zu mir und sagte, das kann nur die Kölner Staatsanwaltschaft machen oder die Dortmunder. Aber wir sind ja auch Rheinländer und so weiter, wir hätten das lieber in Köln angesiedelt. Ja, und dann haben wir das natürlich auch letztendlich gemacht. Und zwar, es wäre sonst atomisiert worden, das heißt also jedes einzelne Verfahren wäre dann an die entsprechende Staatsanwaltschaft des Wohnsitzes abgegeben worden, alles klein gehalten und wir hätten die Hinterleute nicht gekriegt. So haben wir erstmal die Hinterleute, die Lieferanten bekommen. Die wurden aus Holland ausgeliefert. Und dann haben wir die Abnehmer auch verfolgt an die einzelnen Staatsanwaltschaften abgegeben. Vielleicht die Hinterleute aus den Niederlanden, da sollte man eigentlich gar keine Verfahren mehr machen. Die haben dann also 4 Jahre bekommen. Und dann gab es Vollstreckungshilfe, das heißt also, die konnten ihre Strafe zu Hause absitzen. Dann wurde das umgewandelt, 4 Jahre wurden 2,5 Jahre und dann kamen die in ein Wasserschloss, wo sie einem aushingen. Das war dann der Strafvollzug in den Niederlanden und die hatten die ganze Arbeit. Also, sowas wird nicht mehr gemacht. Nächstes Bild. Also, dieses Verfahren hier, Scheineflex, auch ein Verfahren von Internet. Jetzt müsste ich lange Ausführungen machen über organisierte Kriminalität. Ich mache es ja nicht, ich mache es nur ganz kurz.
Normalerweise heißt es hierarchischer Aufbau. Sie denken an den Film Der Pate, da sitzt ganz oben einer mit Organisation unten. Das ist heute nicht mehr erforderlich. Per Internet arbeiten wir auch gleichrangig. Und dieser Fall, das war ein 20-Jähriger aus Leipzig, der hatte in seinem Zimmer, der wohnte noch bei seinen Eltern, Rauschgift im Werte von 200 Millionen Euro gespeichert. Das war wie eine Apotheke. Ein 20-Jähriger. Jetzt kommt das Problem, Jugendrecht. Das ist ja auch so was. Jugendrecht von 14 bis 18 ist man Jugendlicher, von 18 bis 21 Heranwachsender. Das JGG, Jugendgerichtsgesetz, sieht an sich vor, in der Regel Erwachsenenrecht. Nur ausnahmsweise Jugendrecht. Der ist natürlich auch verurteilt worden nach Jugendrecht, hat 7 Jahre bekommen. Und ich erwähne das nur noch mit dem Jugendrecht, das macht mich also immer wahnsinnig. Denken Sie an diese 20-jährigen zwei, die einen Tod gefahren haben. Die wurden auch nach Jugendrecht verurteilt. Unter anderem mit der Begründung, die wohnen ja noch zu Hause. Ja, dann müsste also in Italien das Jugendrecht bis 30 Jahre gehen. Die meisten Männer wohnen nämlich bei Mama noch da. Ne? Und auch meine Söhne waren auch noch etwas länger zu Hause. Nächstes Bild bitte. Also das war ein Riesenverfahren. Nächstes bitte. Synthetische Drogen. Speed, Crystal Meth, bekannt. Vielleicht von Crystal Meth, ich mache da keine großen Ausführungen zu. Das ist ja das ehemalige Pervitin, das 1939 erfunden worden ist. Und als jetzt ein Bundestagsabgeordneter, jeder von Ihnen kennt ihn ja, weil er in Talkshows besonders scharf an andere Leute rangeht, der ist ja jetzt mit der, in der Bildzeitung wie sind, mit der Hitler-Droge erwischt worden. Ja, auf diese Idee muss man ja mal kommen, Hitler-Droge. Ja, und er hatte seine Ämter niedergelassen, aber Abgeordneter ist er noch. Und er ist ja in bester Gesellschaft mit einem SPD-Abgeordneten, der im Innenausschuss tätig war. Ne, der ist ja nun auch mit der gleichen Droge erwischt worden. Und es gibt noch andere. Also er war von der SPD, bei der CDU gibt es natürlich auch welche. Mein besonderer Freund Michel Friedmann, ne, der geguckt hat. Und bei dem kam noch hinzu, der hat sich auch der Frau, die Opfer von Menschenhandel bedient. Und ganz dreist finde ich zu sagen, also was meine sexuellen Gepflogenheiten angeht, das ist meine persönliche Sache. Dass ich geguckt habe, ist verkehrt. Ja? Ich sehe das genau umgekehrt. Also, wenn man also 18-, 19-jährige Mädchen in sein Hotel bringen lässt und mit denen verkehrt, die können nicht die deutsche Sprache, nicht Englisch oder sonst was, dann muss man, das ist ja ein intelligenter Mensch, muss man eigentlich wissen, dass die nicht ganz freiwillig der Prostitution nachgehen. Aber das ließe sich damals ja auch durch die Telefonüberwachung nachweisen, aber das ist leider verschwiegen worden. So, jetzt kommen wir zur Schutzgelderpressung. Waffenhandel, Rotlichtmilieu. Wir haben die Türsteher-Szene. Stichwort, wer an der Tür steht, hat die Macht. Wir haben die Rocker, wir haben den Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Das ist der Paragraph 232. Und wir haben natürlich auch noch einen anderen Menschenhandel, Sklavenarbeit. Denken Sie mal bei den Chinesen und so weiter. Da gibt es also viele, die da illegal arbeiten. Eine Küche. Ich weiß noch, dass ich vor 5 Jahren bei einem Italiener in Godesberg einen Tisch bestellen wollte um 11 Uhr. Und da ging ein Fenster schon auf, da war kein einziger Italiener in der Küche. Das waren also Chinesen, Familien und sonst wo. Das ist also weit verbreitet. Und dann haben wir noch die Zuhälter dabei. Nächstes Bild bitte. Aus der FAZ, Rockerbanden werden immer brutaler, Razzien und Sondereinsätze der Polizei. Innenminister warnen vor organisierter Kriminalität. Nächstes Bild bitte. Wer denn an der Tür steht, hat die Macht. Das ist also Kampf am Ring vor 10 Jahren, da wurde auch scharf geschossen. Früher gab es in Köln ja kölsche Täter, die im Milieu tätig waren. Sie können das mal nachgucken, da gibt es ja Filme, YouTube, Bandenkrieg in Köln und so weiter.
den Eltern ist bekannt, schräg vors Nas, dunzelte. Ne, der Duft, der Taube, die kommt gleich auch noch vor und so weiter und so weiter. Das waren natürlich auch schwere Verbrecher, aber die ließen die Leute noch leben. Ja? Und über Schäfers Nas gibt es eine schöne Anekdote, da war ja der Einbruch im Dom, der Domraub, und da wurde ja Schmuck geklaut, entwendet, waren übrigens Jugoslawen. Und dann haben die Deutschen Täter gesagt, das gehört sich nicht im Dom. Und die haben also einen Großteil des Schmucks wieder zurückgeholt. Und dann hat der Prälat damals gesagt, ja, was machen Sie denn, sagte zum Dunsen, zum Schäfersnas. Ja, sagte, ich habe ein paar Pferdchen laufen. Ach, Sie sind an der Rennbahn tätig. Also, das weniger. Ne? So, wer an der Tür steht, hat die Macht. Die meisten sind ja in dem Alter wie ich, die wahrscheinlich nicht nur um 11 oder 12 Uhr abends auf der Ringe geht, insbesondere Freitag, Samstag, Sonntag. Aber wenn man da tut, dann ist es da brechend voll. Ja? Um 3 Uhr kommen sie kaum in die U-Bahnen rein und an den Lokalen und sonst was stehen Türsteher. Die machen das natürlich nicht umsonst und die kontrollieren insbesondere, und das sind also private Sicherheitsdienste, die kontrollieren insbesondere, wer rein und raus kann, welche Prostituierte rein können, welcher Drogenhändler rein kann und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, früher waren es Deutsche, dann waren es Türken, dann kamen Kosovo-Albaner und jetzt sind wohl die Rockerbanden da tätig. Es gibt also Städte, zum Beispiel wie Hamburg, wo die Albaner das ganze Rote Licht im Griff haben und die Polizei ist in gewisser Weise froh drum, es kommt keine Strafanzeigen sonst was, die machen Regeln dann untereinander. Ne? Es ist die Frage nur, ob man das will. Miese Spiel mit Rotlichtankläger, da ist einer der Täter, Nature A. Punkt. Der hat meinen Kollegen bedroht, Sie sehen den oben über den Übergang gehen, bewacht von Polizeibeamten, der hatte dann immer Polizeibeamten um sich. Und die Folge war, mein Kollege ist dann erkrankt und wurde frühzeitig pensioniert. Das sind also die Paten gewesen von Köln. Necho, Ayan und Hussein sind ja nicht besonders vertrauenswürdig. Ne? Also man möchte denen auch nicht am hellen Tag begegnen. Necho Arabaci, gegen den hatte ich dann später eine nachträgliche Sicherungsverwahrung beantragt, musste den Antrag leider zurücknehmen, weil der Polizeidolmetscher falsch übersetzt hatte. Der hatte also übersetzt, ich werde dann dem Staatsanwalt den Kopf schießen, und die beiden Gerichtsdolmetscher übersetzten, ich werde dann dem Staatsanwalt Kopfschmerzen bereiten. Das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Das ist aber beruht darauf, dass die Polizei immer das Billigste nimmt. Ne? Und die Dolmetscher müssen natürlich auch ordentlich bezahlen, dann können die auch etwas rausholen, richtiges raushören. Und die Polizei hat das leider nachher sogar verschwiegen. Als ich den Antrag zurücknahm, war ich der Übeltäter. Und wir haben das nochmal kontrollieren lassen durch das hessische Landeskriminalamt und die kamen zum Ergebnis, die Gerichtsdolmetscher haben richtig übersetzt, auch Stadtanzeige wurde lanciert. Der Polizeidolmetscher hätte richtig übersetzt und ich hätte zu Unrecht den Antrag zurückgenommen. Ja, so ist das halt. Das ist der Rotlichtpate, Aufträge aus der Zelle. Er sollte also umgebracht werden. Wir haben dann die Zelle abgehört mit einem Lauschangriff. Beschwerde ist eingelegt worden, alles abgelehnt an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die haben natürlich bessere Erkenntnisse. Die haben gesagt, es wäre kein Tatverdacht gewesen wegen Beihilfe zur kriminellen Vereinigung gegen den Anwalt, sondern da wäre noch Geld weg und da wäre kein Katalogtat bei dem Anwalt. Ne? Und leider ist mein ehemaliger Hörleiter in die Sozietät von einem, von mal ja bei dem eingestiegen. Ne? Ja, eben der Express stand drin, also Oberstaatsanwalt wechselt die Seite. Ne?
kam mir auch in den Sinn. Ich will die Macht am Rhein zurück, das ist er. Der ist dann abgeschoben worden und ist jetzt in Izmir und hat in Izmir eine Gruppe gebildet von den Hells Angels. Und er galt oder gilt als Nachfolger von Frank Arnebutt, vielleicht manchen bekannt, Chef der Hells Angels in Hannover, wird verteidigt von dem Herrn von Fromberg, Rechtsanwalt, in dessen Sozietät ist unser Altbundeskanzler Schröder. Und es gab in dem Büro damals ein Stillhalteabkommen zwischen Bandidos und Hells Angels, was aber nicht lange gedauert hat. Ich erwähne jetzt Hannover deswegen, weil ich mich manchmal frage, was machen also Kollegen in anderen Orten? Also in Hannover blühte das Rotlicht, da passierte nichts und der Ex-Bundespräsident Wulff stand in Verdacht der Korruption. Dann haben 4 Staatsanwälte und 20 Polizeibeamte ein Jahr ermittelt, wer den Bobbycar bezahlt hat oder das Geld auf den Wiesen, wer das Bier bezahlt hat und so weiter. Und Sie wissen ja, wie er geendet hat, der Anklage und mit Pauken und Trompeten Freispruch. Ja? Und da denke ich manchmal, da ist die Wertigkeit der Staatsanwaltschaft falsch gesetzt worden. Rocker drängen nach Bonn. Da passierte Folgendes. Eines Tages am Samstag gingen da 50 Rocker durch die Innenstadt und stellten sich auf dem Rathaus auf der Treppe demonstrativ, ließen sich fotografieren und jeder Mann war offenbar, wir haben jetzt die Macht in der ehemaligen Bundeshauptstadt. Das haben allerdings dann die Bandidos nicht lange geduldet. Die gingen dann am nächsten Wochenende hin und kamen mit 100 Leuten da, mit ihrem Kutt. Nächstes bitte. Ein Bild aus Amerika, vor 4 Monaten, 9 Tote bei Gewaltexzessen, da waren also Bandidos gegen Hells Angels, aus einem Milchchenanlass entstand dann eine Riesenschießerei, 9 Tote und viele Verletzte. Rocker-Kontakte zur Berliner Großfamilie. Bislang war es so, dass die deutschen Rocker keine Ausländer aufnahmen, aber neue Erkenntnisse gibt es, dass da die also auch hier aus Westdeutschland, die Rocker, mit libanesischen Clans in Berlin Kontakte aufnehmen. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Sache, wenn die zusammenarbeiten. Nächstes bitte. Also Blutfeinde der libanesischen Clans, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben sie Gott sei Dank nicht in Großraum Köln, sondern sie sind in Essen, in Dortmund, in Duisburg, in Bremen und in Berlin stark vertreten. Die sind deswegen auch sind so schwierig, weil die alle weil die staatenlos sind. Sie können die also nirgendwo abschieben, wenn die Straftaten begangen haben. Ne? Die Türken nehmen die nicht zurück, ne? Obwohl die ursprünglich aus der Türkei kommen, aus der Südtürkei. Jetzt gibt es eine neue Gruppe, Osmanen Germania. War mir nicht bekannt. Gehen Sie mal in YouTube rein. Und unter dem Namen Osmanen Germania, da gibt es Videoclips. Da reiten die also auf Pferde wie die Osmanen vor 400 Jahren und so weiter. Und dann gibt es singen die Bilder und so weiter. Und dann heißt es, wir erobern Europa. Man kann natürlich drüber lachen. Ne? Das sind, glaube ich, aber bislang sind es nur 600. Aber die haben einen unheimlichen Zulauf mittlerweile. Bordell Deutschland. Das war mir immer ein besonderes Anliegen, also die Frauen zu schützen und gegen Menschenhändler und so weiter vorzugehen. Ein Foto vom Spiegel unten, wie der Staat Frauenhandel und Prostitution förderte. Das war dieses Prostitutionsgesetz aus dem Jahr 2001, Legalisierung der Prostitution, wonach die nicht mehr strafbar war. Und ich weiß noch, die Eltern wissen ja da auch, früher gab es den sogenannten Bumsklipper von Frankfurt nach Bangkok. Und in den letzten 10 Jahren kamen die von Oslo oder von Norwegen, von England und so weiter und flogen nach Hahn oder sonst was mit Billigflieger, tranken tüchtig Alkohol und frequentierten die Bordelle.
Ja, so kam es also zu dem Ergebnis, Deutschland ist das größte Bordell Europas, wenn nicht sogar der Welt. Das war ein Sonderfall, das ist meine Freundin Alicia Z. mit deutschem Namen, eine Polin, sehr hübscher, großer Oberweite, und die hat mit 18 Jahren, ist sie schon in Danzig auf den Strich gegangen, hat dann zwei Männer geheiratet, ältere Männer, denen immer tüchtig Wodka eingeflößt, dass die früh starben, sie haben konnte, und dann hat sie sich einen Deutschen geholt, hat die deutsche Staatsangehörigkeit genommen, und dann war ihre Spezialität, sie fuhr nach Polen in Diskotheken und hat dann junge, hübsche Frauen angebracht und die wurden dann nach Deutschland zur Prostitution gebracht. Ich habe sie dann angeklagt, da waren also schöne Erlebnisse. Sie bat also insbesondere, sie wollte ihre Schuhe, die noch im Kofferraum waren, ihre grünen Schuhe haben und kam dann ohne BH in die Hauptverhandlung. Da hat die Wachmeisterin aber gesagt, das geht nicht, sie müssen sich mal drüber ziehen. Und sie sagte, ich will aber noch den Staatsanwalt bezahlen. Und sie wollte mich unbedingt heiraten. Sie sehen, es gibt auch lustige Sachen. Ja? Ich habe gesagt, aber ich möchte sie nicht heiraten. Da sagt sie, warum denn nicht? Ja, sagen, erstens bin ich glücklich verheiratet und zweitens will ich noch was leben. Sie hatte ja gesagt, sie hätte ihr ganzes Geld geerbt von ihren Männern. Ja? Der war auf dem Straßenstrich, das wissen wir natürlich, wenn Sie in Köln rumfahren, Militärring oder anderswo, da stehen die Wohnwagen. Und das waren früher viele Bulgarinnen da drin. Jetzt hat die Hells haben da sehr viel übernommen und es gibt da also auch regelrechte Schlägereien zwischen den Zuhörern. Das Edel vom Straßenstrich, vielleicht zu den Zahlen. Genaue Zahlen über die Prostituierten in Köln gibt es nicht. Man schätzt zwischen 3.000 bis 6.000. Und wenn Sie den Express mal aufschlagen, da ist ja mindestens eine Seite mit Kontaktangaben. Wenn Sie dann anrufen, dann können die Damen meistens nur 3 Sätze Deutsch. Ne? Körpermaße, Preise und wie sie es machen. Ja? Man schätzt in Deutschland, sollen 1 Million Männer täglich ins Bordell gehen. Jetzt überlegen Sie schon mal, wir haben 82 Millionen Einwohner, wenn man jetzt sagt, die Hälfte Männer, und wir rechnen mal ab, die 14-Jährigen bis 14, die gehen nicht, und sagen wir mal, die ab 85 gehen auch nicht. Da kommen doch ganz gewaltige Zahlen. Ja? Ob das alles stimmt, weiß ich nicht, aber wie gesagt, die Prostituierten, wie gesagt, etwa in Köln 3.000 bis 6.000, in Deutschland insgesamt vielleicht 300.000, die leben ja, ne? Also Deutschland begünstigt den Menschenhandel. Sie wissen, es gibt ja jetzt ein neues Gesetz, wonach also wer ein Bordell betreibt, muss eine Genehmigung haben, was bislang nicht da war. Hatte man eine Frittenbude und so weiter, da musste man eine Genehmigung einholen, zuverlässig sein und so weiter und so weiter. In der Neuregelung ist auch Kondompflicht. Wer das überprüfen soll, weiß ich nicht. Ne? Ob da einmal Stahlhalt reinguckt. Ne? Also, da gibt es natürlich viele Probleme. Das ist ein Bild aus einem Tatort vor anderthalb Jahren. Aus Niedersachsen, das eigentlich sehr gut gestellt war und war also wirklich gut gemacht. Nächstes Bild bitte. Großrazzia in Pascha. Die meisten wissen, wo Pascha ist. Die Frauen wahrscheinlich nicht. Also in der Hornstraße, da gegenüber gibt es ja noch ein anderes Bordell und das bringe ich nur mal rein, weil da auch was Lustiges passierte. Im Jahre 2000, also vielleicht mal vorweg. Frauen kommen ja nicht in diese Großbordelle rein. Und wenn ich dann Besuche mache oder sonst was, Besichtigungen, dann reißen sich die Staatsanwältin und die Referendarin immer darum, mal mitzugehen. Ja? Und eine besondere Spezialität ist die 8. Etage.
da sind die Hübschsten, das sind noch meistens Männer, die aus Brasilien kommen. So, und da war ja die Weltmeisterschaft 2006 und da passierte Folgendes. Deutschland hat ja Reklame zu Gast bei Freunden. Und in Pascha waren jetzt 24 Nationen, Teilnehmernationen abgebildet. Und da stand drüber, zu Gast bei Freundinnen. Dummerweise war aber jetzt auch die Fahne von Saudi-Arabien abgebildet. Und die haben ja drauf im Spruchband, niemand ist größer als Allah. Und dann kamen natürlich zu diplomatischen Verwicklungen. Man hat sich dann aber geeinigt, die Fahne dann zu entfernen. Grünes Licht für Menschenhändler. Jetzt muss ich vorweg sagen, als Abteilungsleiter einer OK-Abteilung, dann hat man ja so ein bisschen Privileg, man kann sich die Verfahren eigentlich immer aussuchen. Ne? Wenn man überhaupt selbst welche machen will, denn es gibt auch Abteilungsleiter, die schicken die anderen zur Arbeit, ne, und gehen mittags nach Hause. Aber ich denke mal, als Vorgesetzter müsste man mit gutem Beispiel vorangehen. Und die schwersten Verfahren habe ich immer selbst übernommen, nur vor Verfahren wegen bandemäßiger Schleusung. Da habe ich mich immer gescheut. Der Begriff Menschenhändler ist natürlich verkehrt. Nach dem Palermo-Abkommen vor 2000 wird unterschieden zwischen Menschenhandel, das Frauenhandel und Kinderhandel, und bandemäßige Schleusungen. Aber in den Medien geht das immer durcheinander. So, da ist jetzt abgebildet der Herr Fischer. Warum ist er da abgebildet? Ganz kurz, eines Tages klopft an meinem Büro, da kommen zwei Beamte von der Flughafenpolizei Köln-Bonn. Ich kannte sie nicht, ich bin aber dann immer sehr freundlich zu den Leuten, sagen, nehmen sie Platz, was möchten sie? Ja, sie würden mich aus der Presse kennen und so weiter. Und sie wollten mir mal als was schildern. Sie wären bei ihrer vorgesetzten Behörde gewesen und die hätten gesagt, das ist gar nicht, schmeißen sie Papierkorb. Ja, im Nachhinein habe ich gedacht, das wäre am besten gewesen. Denn was da rauskam, hat mich 3 Jahre Arbeitskraft gekostet. Es war also so, in Köln-Kalk erschienen Bahnhofspenner oder Prostituierte und beantragten dann ein Besuchervisum von Ukrainern, gaben dann 5, unterschrieben dann, gingen dann raus und verkauften dann an der Straße diese Besuchervisa, diese Einladungen an Leute und bekamen Geld dafür. Und der Leiter vom von Köln-Kalk, der war befreundet mit einem von der Bundespolizei und der hat dann was aufgenommen und hat gesagt, das könnte illegal sein. Die Schutzpolizei bestreifen war und hat gesagt, was soll das sein, das ist kein Urkundenfälschung, kein Betrug oder sonst was. Und wie gesagt, dann kamen sie zu mir und dann dachte ich, das könnte natürlich eine Schleusung sein im großen Stil. Wir haben dann ermittelt, erstmal an kleinere Leute, kam immer höher und dann hatten wir auf einmal diesen Anatoli B., ein Kontingentflüchtling, IQ von 139, der hatte also Physik und alles Mögliche studiert. Und wir haben dann Telefonüberwachung gemacht, damals Internetüberwachung, aber die Polizei, das war so teuer damals, wir konnten nur einen Monat überwachen. Und später bei Gericht sagte dann der Vorsitzende Richter, das ist ja ein Armutszeugnis für Deutschland, dass für solche Sachen kein Geld zur Verfügung steht. Ja? Wie gesagt, das war vor einigen Jahren. Und wir haben dann festgestellt, der hat mittels Reiseschutzpässe, fingierte Reiseschutz, also später Reiseschutzpässe, aber erstmal sogenannte Touristen nach Köln eingeladen. Die bekamen dann Schengen-Visa in der Deutsche Botschaft wurden im Jahr 220.000 sogenannte Schengen-Visa erteilt. 220.000. Und alle anderen Schengen-Länder stellten 20.000. Und die wollten alle diese Leute nach Deutschland reisen. Unter anderem wollten sie die Burgen am Rhein, da hatte sie falsch ausgedrückt, statt Burgen, dann wollten sie Phantasialand,
Dann wollten sie nach Amsterdam und sonst was reisen und Kölner Dom sehen. Und das alles bei einem Durchschnittseinkommen von $50 damals pro Monat. Und da war natürlich was faul. Und wir haben dann ermittelt und dann haben wir ihn festgenommen. Er kam gerade, war Sozialhilfeempfänger, kam gerade drei Wochen, war auch in Sri Lanka mit seiner Frau und wollte gerade 2 Wochen nach Cancun, Mexiko. Ne? Und wir hörten dann auch aus der Telefonüberwachung, ich bin so fertig, ich arbeite Tag und Nacht. Ja, hat er auch. Ne? Er kam in Untersuchungshaft. Es war gerade auch die Fußball-Weltmeisterschaft. Er hatte einen wunderbaren großen Fernseher, Flat drin, 124 cm groß. Und ich kam auf die Versuchung, den im Büro aufzustellen, dann hätte man da schon gucken können. Aber das konnte man ja leider nicht machen. Ich habe dann das Innenministerium, das Außenministerium angeschrieben. Ich kriegte jetzt keine Antwort. Und dann kriegte ich Antworten von beiden, die abgestimmt waren. Und angeblich ahnungslos. Und da habe ich gesagt, Frau Kackeier, kann ich mich alleine? Ich habe dann angeklagt. Und es wurde schnell eröffnet. Und das Eigenartige in dieser Hauptverhandlung war, da kamen etwa 100 Zeugen, 50 vom Auswärtigen Amt, 50 vom Innenministerium. Und die kamen alle mit sogenannten Rechtsbeiständen. Das heißt, also, wenn ich als Zeuge auftrete, würde die beraten. Die vom Auswärtigen Amt, vom Professor Daas und Lersch aus Bonn, die nicht preiswert sind, und die aus dem Innenministerium von einem Berliner Anwalt. Und das wäre das Gleiche, als wenn ein Polizeibeamter in einer Verkehrssache etwa eine Aussage macht und er bedient sich dann eines Rechtsbeistandes, was er protokolliert hat. Und wir bekamen und bekamen keine Antworten. Und eines Tages rief mich dann der Professor Daas an. Er hätte jetzt Unterlagen aus dem Auswärtigen Amt. Und da ich in Bonn wohne, habe ich gesagt, ich komme vorbei, hol mir die. Und dann wollte ich nur eine Viertelstunde reingucken. Und dann habe ich die ganze Nacht da reingeguckt und habe gesehen, alle Beteiligten wussten über alles Bescheid. Sie waren gewarnt worden von der französischen Polizei, von anderen Polizeidienststellen und so weiter. Ja. Und der Angeklagte selbst hatte schon nach 2 Monaten gesagt, was will der Staatsanwalt denn überhaupt? Ich habe hier einen russischen Artikel, da steht ja drin, Außenminister Fischer sagt, die sollen alle nach Deutschland kommen. Und dann hat er gesagt, der ist ja verrückt. Ich wollte ihn untersuchen, das ist auch sein Geisteszustand. Das hat er abgelehnt. Ich hatte schon gesagt, 3 Jahre bei Geständnis und so und so. Wie gesagt, er ist nachher verurteilt worden, zu 5 Jahren. Und der vorsitzende Richter hat bei der Urteilsverkündung kräftige Worte gesagt, hat nämlich gesagt, diese Schleusungen sind unter den Augen und unter Beteiligung des Innen- und des Außenministeriums erfolgt. Und das gab natürlich großen Krach. Es kam zum Untersuchungsausschuss in Berlin. Dann bin ich dann auch geladen worden. Man wollte mich zunächst gar nicht anhören, aber da war ich frech, dann bin ich zu den Fernsehkameras gegangen und dann habe ich gesagt, also meine Frau hat mir jetzt extra einen neuen Anzug gekauft. Und zum Zweiten kostet das ja auch Geld, ich habe ja Reisekosten gehabt und so weiter, wenn man mich wieder nach Hause schickt. Und zum Dritten habe ich keine Lust, ich bin jetzt 3 Tage in Berlin, ich muss ja die ganze Arbeit nacharbeiten. Da arbeitet ja für mich keiner die Akten weg. Und dann kam ich in den Untersuchungsausschuss. Ja, und dann habe ich dann 7-8 Stunden gesagt, ausgesagt. Ich war gut vorbereitet, also ich kannte meine Akte. Und dann war das nachher so, dass der Sender Phoenix den Untersuchungsausschuss auch live übertrug. Und dann kam zuerst der Innenminister Schilling, der macht das ganz geschickt, der fing um 10 Uhr an und redete bis um 2:30 über die Ausstattung der Bundespolizei, dass sie blaue Uniformen haben und neue Autos und so weiter. Und als er zur Sache kam, hat er gesagt, ich bin jetzt hungrig, ich muss Mittagspause machen. Bis 4 Uhr. Das war natürlich clever, weil die überregionalen Zeitungen dann Redaktionsschluss hatten. Und der Fischer kam
und sagte, ja, ich bin an allem schuld. Schreiben Sie und hören Sie, ich bin an allem schuld. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Das Ergebnis des Untersuchungsausschusses ist ja so, wie immer so was endet, wer die Mehrheit hat, das war damals SPD und Grüne, die haben gesagt, kein Verschulden der Ministerien. Und die CDU und die FDP drin waren, die haben natürlich gesagt, eklatantes Verschulden der Beteiligten. Und das Ganze ging noch weiter, dann habe ich noch ein Verfahren eingeleitet gegen einen Versicherungsvertreter, der machte das mit Reiseschutzpässen. Die Anklage war, der Vorsitzende Richter war jetzt ein anderer, der wollte nicht so richtig daran. Und dann haben wir das Verfahren nach 153a gegen Zahlung von 150.000 Euro eingestellt. Ja, war natürlich ein bisschen Kummelei mit der Gerechtigkeit, aber es ging einfach nicht anders. Ja. So, das war dieses Verfahren und da wundere ich mich, ich habe also jetzt im Express mal was gesagt und habe gesagt, mich wundert eigentlich, dass kein Staatsanwalt in Deutschland hingeht in die jetzige Bundesregierung und da mal Verfahren einleitet. Ja, im Prinzip ist er dann die gleiche. Jetzt meine ich also, ich will mich jetzt nicht politisch aus oder sonst was, aber ich glaube, ich stehe hier nicht ganz alleine dazu. Es gibt ja also dann auch Gutachten von ehemaligen Bundesverfassungsrichtern und so weiter, die sagen, die Öffnung der Grenzen war rechtswidrig. Ich könnte dann auch belegen, was in § 18 Asylgesetz drinsteht. Und dann gab es einen Artikel von unserem Justizminister Maas vor 3-4 Wochen in der FAZ, wo er reinschrieb, das wäre rechtmäßig, aber er konnte keine einzige Rechtsvorschrift nennen. Und er sagte, ja, da ist ja im Parlament pausenlos erörtert worden. Also ich kenne keine einzige Parlamentsdebatte, wo diese Flüchtlingsproblematik mal erörtert worden ist. Wie gesagt, das nur dazu. Wir alle wissen natürlich, was da passiert. Das war ein älteres Bild vor einem Jahr, 300 Todesopfer in Italien, als die nach Lampedusa oder sonst was kam. Nächstes Bild bitte. Die Wege der Schlepperbanden aus der Türkei. Ich glaube, ein noch größeres Problem wird sein, in Nordafrika, da staut sich was an. Da sind also schon Hunderttausende auf dem Weg nach Italien. Die werden noch gehindert, weil das Mittelmeer zurzeit hohe Wellen hat da in der Gegend. Und wenn man hört, dass also aus Afrika, Zentralafrika etwa 20 Millionen nach Europa wollen, wird das Riesenprobleme sein. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir müssen diesen Flüchtlingen helfen. Das ist ganz klar. Aber meiner Meinung nach müssen wir denen in ihren Heimatländern helfen. Da hier noch mehr will ich mich da gar nicht zu äußern. Mehrheit der Flüchtlinge kommt ohne Ausweis nach Deutschland, das ist auch so. Viele sind ja auch gar nicht registriert. Letztendlich wissen wir gar nicht, wie viele hier sind. Ja, nächstes Bild bitte. Das Geschäft mit den Flüchtlingen, mit den Schleppern. Das ist ein Riesengeschäft, wenn Sie wissen, dass die von der Türkei nach Kos oder Samos, ich kenne mich da aus, bin da öfters im Urlaub gewesen, für diese kleine Überfahrt 3.000 Dollar zahlen müssen. Ne, das sind ja schon Preise. Ne? Nächstes Bild bitte. Und das wurde, man schimpft ja immer so viel über Bayern oder sonst was. Die meisten kommen hier über den Amt Freilassing, Grenzübergang Freilassing, und da ist dann zuständig für diese Schlepper das Amtsgericht Laufen. Diese Schlepper, die kommen heute nicht mehr, aber früher fuhren die über die Grenze in ihren Pkw-Wagen, hatten dann 6 Leute da drin und dann wurden sie geschnappt, wurden dann angeklagt vom AG Laufen und dann kriegten sie ein Jahr, 6 Monate mit Bewährung. Es waren dann zeitweise 600 Leute in Untersuchungshaft. Das müssen Sie sich mal vorstellen. In einem kleinen Landkreis. Ja, und das ist ein Glücksspiel. Sie brauchen ja auch nur über die Ringel gehen oder sonst was. Es sind ja überall so Automatenaufsteller oder Hildeboldplatz oder sonst was. Das war ein Verfahren, wo man kann da unheimlich viel Geld machen. Und da waren auch
Polizeibeamte involviert. Und da war unter anderem eine Sternstunde im Leben eines Staatsanwalts. Die besteht darin, entweder man verhaftet einen Rechtsanwalt oder man geht beim Landeskriminalamt in der Teilstunde rein, nämlich der Zielfahnder, und nimmt dann Leute fest. Und als ich da war, da kriegte der Polizeibeamte gerade einen Anruf von einem Straftäter, der in Kosovo war, und sagt: Warum hast du mich nicht benachrichtigt? Meine Freundin sagt mir gerade, ihre Wohnung wird durchsucht. Und wenn man das live mitbekommt, dann ist es, als ob der FC Deutscher Meister geworden ist. Albtraum Fokus. Sie haben ja heute vielleicht die Kriminalstatistik bekommen von NRW. Die ist ja so katastrophal wieder. Es sind jetzt in Nordrhein-Westfalen 62.000 Wohnungsabbrüche 2015 gewesen. Ich glaube, Steigerung von 18%. Und das geht ja schon seit Jahren. Und unser Innenminister sagt: Ja, wir machen das Modell, wir machen Motiv, also mobilen Täter im Visier. Dann gibt es andere, man sperrt zum Beispiel ganze Autobahnen ab mit 2000 Polizisten und findet dann drei Leute, die ohne Führerschein gefahren sind. Ja. Das wird dann als Erfolg verkauft. Dann ist natürlich, als ob die Bevölkerung dämlich wäre. Deutschland ein Eldorado für Einbrecher, man muss es leider bejahen. Als ich im Fernsehen, glaube ich, letztes Jahr war ich mal bei Plasberg, da habe ich leider falsche Zahlen gegeben. Da habe ich gesagt, wir haben in Köln über 5000 Wohnungsanbrüche und es werden nur 6,9% aufgeklärt. Da hat sich die Polizei wieder beschwert, das wären nämlich 7,1%. Also landesweit werden etwa 15% aufgeklärt. Das heißt, mit anderen Worten, jeder siebte Einbruch Täter unbekannt. Neuerdings hat der Herr Jäger erkannt, wir haben einen neuen Einbrechertypen. Ich kann mich noch erinnern, vor 2 Jahren sagte er, ja, die Einbrecher kommen aus dem Benelux-Staat. Da schrieb ein Leserbrief, ein Leser zur Rheinischen Post: Ah, das sind also Belgier, Holländer und Luxemburger, die bei uns einbrechen. Man sagt natürlich nicht die Wahrheit, wo die herkommen. Jetzt wird ja gesagt, da heißt es Südosteuropa. Aber es sind ja nicht nur Südosteuropa, es sind ja jetzt auch viele aus Georgien. Wenn man dann auch noch als Südosteuropa definiert, dann ist das natürlich zutreffend. Polizei im Kampf, internationale Einbrecher waren völlig überfordert. Kann man nur unterstreichen. Jetzt muss ich allerdings sagen, die Polizei in Köln tut das Beste, was man machen kann. Aber das sind natürlich auch personalintensive Ermittlungen. Man braucht Telefonüberwachung, man braucht Dolmetscher und so weiter und so weiter. Und wenn das Personal nicht da ist, kann man nichts machen. Denken Sie dran an die Silvesternacht. Das klingt natürlich toll, wenn man dann eine Sonderkommission gründet mit 120 Polizeibeamten. Die fehlen aber bei der Bekämpfung der normalen Kriminalität. Ja? Wie ich jetzt gehört habe, die 120, die werden jetzt meistens wieder abgezogen, die gehen jetzt zur Sitte. Vorher hat man also versucht, die Diebstähle der Handys aufzuklären. Jetzt geht man ran, anhand der Fotos und so weiter festzustellen, die Täter, die Frauen sexuell belästigt haben. Und das haben Sie vielleicht bekommen, da gab es ja 3 englische Beamte, die über visuelle Fähigkeiten kommen, die sehen einmal ein Gesicht und können das dann sofort identifizieren. Oh, interessante Sache eigentlich. Ja? Also die Kölner Polizei macht ihr Bestes, aber mehr geht einfach nicht. Ich darf bei der Gelegenheit auch sagen, 3 Leute aus der OKA, organisierten Kriminalität, macht im Prinzip nur Wohnungsanbrüche. 3 Staatsanwälte. Ne? Das ist ja schon eine Menge und das sind gute Leute, ich kenne die. NRW-Polizei schnappt 800 minderjährige Wohnungseinbrecher. Das ist ein Riesenproblem auch, wenn zum Beispiel bestimmte Clans, ich sage das jetzt offen, wenn zum Beispiel Roma-Clans
Einbrecher gehen, schicken die ihre minderjährigen Kinder vor. Die wissen genau, also bis 14 Jahre kann denen nichts passieren. Ja? Die kommen dann zu einem Jugendamt, waschen sich die Hände und werden wieder entlassen. Oder wenn man mal einen Jugendlichen hat zwischen 14 und 18, dann sieht das Jugendgerichtsgesetz vor, man kann die eigentlich gar nicht in Haft nehmen. Das ist also ganz, ganz schwierig. Welche Regelung da gibt, ich weiß das auch nicht. NRW-Polizei will Einbrüche mit Software vorhersagen und verhindern. Eine gute Sache. Sogenannte Pre-Cops kommt aus Amerika und Kanada. Es gibt eine Software, wo man daran erkennen kann, in welche Stadtgebiete oder welche Zonen Einbrecher kommen. Und das hängt auch ab von den Verkehrsumständen, von den klimatischen Verhältnissen. Montag war zum Beispiel viel Schnee in Düsseldorf, Umgebung, Wuppertal. Da könnte sicher sein, da ist kein Einbrecher unterwegs gewesen. Ne? Oder wenn Autobahnsperren, die hören auf den Verkehrsfunk, dann sagen die, dann fahren wir nicht rein, dann fahren wir woanders hin. Intensivtäter machen uns Sorgen. Also wird mittlerweile auch anerkannt, wir haben Intensivtäter. Vielleicht, heute sagte der Innenminister, wir wollen auch so ein Orakel machen, eine Statistik, wo Straftäter erschienen sind. Eine Woche später soll das veröffentlicht werden, damit sich die Bevölkerung darauf einstellt. Dann sind die Taten ja begangen worden. Ne? Und die Alternative unseres Innenministers heißt Riegel vor. Das heißt mit anderen Worten, der Privatmann soll sich selbst schützen. Ne? Und das wird in vielen Fällen, das hat ja auch schon gemacht. Nachfrage ist groß, Sicherheitsunternehmen, private Sicherheitsunternehmen. Etwa hier in Bad Godesberg, es gibt in der Eifel, da waren Junggesellenvereine, da waren Karnevalsvereine, die gingen nachts durch die Dörfer, durch die kleinen Städte und siehe da, es erfolgt weniger Einbrüche. Aber ist natürlich eine riesen Gefahr, ne? Wenn dann also Privatleute übernehmen. Die kennen natürlich nicht die StPO und so weiter. Also wenn man Leute festhalten kann, dann kommt zu Verwechslungen und so weiter. Polizei braucht 28 Minuten beim Notruf. Das ist auch so. Bei der Polizeistatistik sieht das aber anders aus. Wenn also ein Notruf kommt und es ist kein Polizeiwagen, steht zur Verfügung, erst nach 15 Minuten, dann werden das nicht 28 Minuten, sondern 13 Minuten. Jetzt nämlich, wenn der Polizeiwagen frei wird, dann fahren die. Das wurde natürlich verschwiegen. Ja. Und wir müssen einfach sagen, durch den Abbau der Polizei oder sonst was, gerade in den Flächenkreisen, etwa in der Eifel oder sonst was, da wird ein Diebstahl 20 Kilometer weiter gemacht oder die Polizeistation wird angerufen. Dann fährt die Polizei dahin und dann sind die Täter ganz woanders unterwegs und können ungestört anbrechen. Und das habe ich mal reingebracht. In Wuppertal gab es ja die Scharia-Polizei mal. Keine Bange, wir sorgen schon für Recht und Ordnung. Da hoffe ich, dass wir nicht dahin kommen. Nächstes bitte. Das große Plündern. Zurzeit steht Geldautomaten. Nicht nur aufbrechen, sondern auch Sprengung. Ich kann nur sagen, ich würde keine Wohnung über eine Sparkasse oder eine Bank beziehen. Ne? Ich wohne hier in Godesberg und da war also in den letzten 4 Monaten dreimal sind Sparkassenbanken geknackt worden. Einmal um 3 Uhr nachts ein lauter Knall und 5 Minuten später Hubschrauber. Dann sagt meine Frau, was hat denn? Von der Erdbeben, in der sage ich, da ist ein Geldautomat gesprengt worden. Ne? Und die Polizei sucht jetzt die Täter. Wir hatten also im letzten Jahr in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, 150 und wir sind jetzt schon wieder bei 30 oder 40. Da wird auch gesagt, die Täter kommen aus den Niederlanden. Polizei stoppt LKW voller Diebesgut. Das will ich mal als Exempel nehmen, wie in meinen Augen unsinnig zum Beispiel die Rechtsprechung ist. Es werden ja bestimmte Autos geklaut. X5 zum Beispiel vom BMW.
Die haben elektronische Wegfahrsperre und die kann man aber sehr schnell knacken. Also unsere polnischen Täter brauchen dafür 10 Sekunden. Da kommen im Laptop da rein und dann werden die Autos weggefahren. Und die haben den großen Vorteil, die sind ja so breit, die kommen nicht in eine normale Garage rein. Die stehen also entweder auf der Straße oder im Kabott davor und unsere Täter wissen das ja. Und dann werden also Garagen angemietet, dann werden die Autos dahin gefahren. Und die Polizei merkt in Euskirchen, da ist also jetzt eine Garage, da stehen 12 PKWs. Und dann fuhr ein großer Laster, da wurden die Wagen verladen, 8 Stück, und fuhr dann über die A2 in Richtung Polen. Und dann haben wir in Magdeburg eine Verkehrskontrolle gemacht, fingierte Verkehrskontrolle. Und der sollte also nicht nur Fahrzeugschein und so weiter zeigen, sondern auch die Lader. Und da waren die Autos da. Und da wurde der festgenommen, in Haft genommen, von der Staatsanwaltschaft Magdeburg, die wurde informiert. Und dann war das ein reiner Zufall. Und dann haben sie gesagt, wir übernehmen den Fall, wenn man die Hinterleute kommen. Wir hatten dann die Hinterleute und dann habe ich das Verfahren aus Magdeburg nach Köln mit übernommen. Da gibt es ein großes Problem, die sogenannten legitimierten Kontrollen. Der vierte Strafsenat des Bundesgerichtshofs sagt, es gehört zum fairen Trial, zum fairen Kontroll, zum fairen Verfahren, wenn man einen Beschuldigten hat, dass man ihn über den ganzen Umfang des Verfahrens aufklärt. Das bedeutet im Prinzip bei der organisierten Kriminalität, wenn ich einen kleinen Geldboten habe oder sonst was, dann muss ich ihm sagen, du bist nur ein kleines Teil des ganzen Netzwerkes. Wenn ich das machen muss, kann ich die anderen Ermittlungen in die Haupttäter und kann ich in die Tonne werfen. Wir haben das natürlich nicht getan, wir haben so getan, als ob wir den vierten Strafsenat, der auch für Köln nicht zuständig ist, nicht kennen würden. Ne? Vielleicht ändert sich da auch mal die Rechtsprechung. Wir brauchen neue Bekämpfungsstrategien. Weiter bitte. Wir haben fehlende Gesetze. Etwa der große Lauschangriff, der ist so unpraktikabel, den kann man gar nicht machen. Italienische Staatsanwälte sagen, 90% ihrer Mafia wird durch den großen Lauschangriff überführt. In Deutschland, wir haben in Köln in den letzten 10 Jahren 2 Lauschangriffe geführt. 2. Wir haben ja BKA Trojaner, kennen Sie vielleicht, die Online-Kontrolle. Skype und WhatsApp ist zurzeit nicht von der Polizei überprüfbar. Das heißt also, unsere Straftäter, die Dummen, die machen nur Telefonüberwachung, die anderen machen Skype oder machen mit WhatsApp. Also ich könnte noch endlos weitermachen, aber an Betracht der Zeit, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.